So, wunderschönen Vormittag, Freitag ist, zweiter Tag auf der Best 2012 hier in Klagenfurt und viele Berufssuchende schwirren hier durch die einzelnen Messestände und versuchen sich hier zu orientieren und wir geben ihnen natürlich auch so den ein oder anderen Hint, was es hier so für Möglichkeiten gibt. Das Medienkolleg aus Innsbruck angereist wird das Ganze hier so medial verfolgen, wird auch schauen, dass die einzelnen Damen und Herren hier auch begleitet werden auf ihrer Berufssuche und ich habe eine bezaubernde Kollegin jetzt bei mir im Studio, die auch hier schon den ersten Interviewgast hier hat. Und zwar ist dies die Sabrina Terschan, 18 Jahre vom Medienkolleg, erstes Semester. Und ja, die ist schon seit gestern meine Moderationskollegin, hat einen sehr interessanten Studiogast hier. Und jetzt wird es interessant. Wen haben wir denn zu Gast? Ja, mein Studiogast ist die Frau Neuhauser, Bildungsexpertin und SAP-Ausbildungsberaterin in Graz. Frau Neuhauser, was halten Sie von der BEST und wie stehen Sie zum Thema Bildung allgemein? Ja, also die BEST ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, sich über die unterschiedlichsten Ausbildungsvarianten, die wir im Angebot haben, in Österreich und darüber hinaus einmal zu informieren. Information ist der Hauptzweck dieser großen Veranstaltung. Die BEST ist ja die größte Bildungsmesse österreichweit, wo wir zu allen Studienrichtungen an Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen, aber auch zu Kollegs und anderen Ausbildungsvarianten jede Menge Information bekommen. Und was das Tolle hier ist, man kann mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Institutionen Gespräche führen. Und vor allem, man kann Fragen stellen. Und das ist das Entscheidende. Man kann sich eben über diesen Weg einmal ein Bild machen. Man kann sich über Studienprogramme, Studieninhalte, Anforderungen informieren. Man kann auch fragen, wie schaut es mit dem Auswahlverfahren aus? Was kommt da auf mich zu? Und es gibt darüber hinaus auch Firmen, die vertreten sind, die vielleicht auch Berufsangebote direkt für Maturanten haben und allgemeine Infostände, wo man über Stipendium, Auslandsaufenthalte und so weiter sich informieren kann. Auch die Ministerien sind da, das AMS, wo man vielleicht Interessen abklären kann, Wirtschaftskammer und, und. Vielen Dank. Darf ich Sie fragen, was Sie für einen Bildungsweg absolviert haben? Ja, ich bin jetzt Bildungsberaterin und zwar seit 17 Jahren. Unsere Beratungsstelle ist in Graz und ich mache dort einerseits Schullaufbahnberatung, also schon für die Kleineren, weil es ist auch entscheidend, dass die Entscheidungen an den früheren Schnittstellen richtig funktionieren und richtig getroffen werden. Und ein großer Bereich ist die Maturanten- und Studienberatung. Da sind wir mit persönlichen Beratungsgesprächen, psychologischen Tests, Auftritten, Infoveranstaltungen an Schulen und natürlich auf Bildungsmessen im Einsatz. Mein Bildungsweg war so, dass ich eigentlich von klein auf Lehrerin werden wollte. Weiß nicht genau, woher der Wunsch kam. Es gibt in meiner Familie niemanden, der Lehrer oder Lehrerin ist, aber es hat sich dann so entwickelt, ich bin dann in die AHS gegangen, habe maturiert und habe dann in Innsbruck Lehramt studiert, Deutsch-Französisch, bin dann nach Graz gezogen, dann bin ich gerade in diese Zeit reingefallen, wo es für Lehrerinnen und Lehrer eher schwierig war, einen Job in der Schule zu kriegen. Die Wartelisten waren zu der Zeit sehr lange. Ich habe dann eine Ausbildung zur Umweltberaterin gemacht und bin nach einiger Zeit in die Bildungsberatung eingestiegen und macht mir Riesenspaß. Super. Und können Sie mir noch mal erklären, was genau die SAP-Ausbildungsberatung in Graz ist? Ja, SAP steht für Schul- und Ausbildungsberatung. Wir sind eine private Stelle, als gemeinnütziger Verein organisiert, werden aber vom Land Steiermark und der Stadt Graz finanziell unterstützt und kooperieren sehr eng mit allen tertiären Bildungsinstitutionen der Steiermark. Also die sind auch Mitglied bei uns im Verein und auch das Unterrichtsministerium und das Wissenschaftsministerium sind in unsere Organisation eingebunden. Vielen Dank, Frau Neuhauser. Das war unser erster Studiogast, Frau Monika Neuhauser. Zurück ins Best-Studio. Unser nächster Studiogast wird Landeshauptmann-Stellvertreter Kurt Scheuch sein. Dankeschön.